Hallo meine Lieben, herzlich willkommen in Bilges Küche. Heute habe ich mir was ganz Einfaches, aber was ganz Leckeres ausgedacht. Und zwar Bilges berühmte Club Toast. Ich habe als Zutaten für euch, zum Detail kommen wir nachher, einmal Vollkorntoast, einmal Weizentoast. Dann habe ich Bilges Tomatencreme, wirklich spezial. Hier habe ich meine leckere Grünkohlpesto aus Bilges Küche. Hier ein Ei, Sucuk oder Knoblauchwurst. Dann habe ich hier Gouda in Scheiben, Mozzarella. Ihr könnt beides zusammen mischen oder nur eine Sorte. Dann habe ich hier Zwiebelchen und das hier habe ich mir heute ausgedacht zum Dekorieren. Aber das ist euch überlassen, was ihr dann nachher unten auf die Stäbchen machen wollt. So, und zwar fangen wir mal an. Ich mache mal jetzt mit meinen Toast. Ich fange mal mit den Vollkorntoasts an. Und zwar legen wir schon mal, also der Toaster, der ist schon vorgeheizt, ja? Dann nehmen wir schon mal unser Ei und verquillen das Ganze. Und in der Zwischenzeit tue ich schon mal meinen Toast toasten. So, das würzen wir noch mal mit Pfeffer und Salz. Und bestreichen das Ganze hier mit dem verquirlten Ei. Das macht nichts, wenn es so runterläuft. So, jetzt nehmen wir unsere leckere Knoblauchwurst oder unseren Sucuk Original und geben das einfach dazu. So, und toasten das Ganze nochmal. So, und schaut mal, ganz kurz auch den Sucuk gegrillt. So, jetzt grillen wir die Zwiebeln. Dann gibt es natürlich nicht diesen tollen Geschmack, was ich jetzt gerade euch zeige. So, und das Ganze auch noch mal ganz kurz toasten. Jetzt schaut mal, wie das hier schön angeröstet ist. So, jetzt nehmen wir unsere Pesto auf die eine Seite. So, jetzt nehmen wir ein drittes und bestreichen das mit unserem Tomatenaufstrich. Schaut mal, da sind auch schwarze Kreuzkümmel drin, wenn ihr das seht, das Schwarze hier drin. Und das macht natürlich viel aus an dem leckeren Aufstrich aus Bilges Küche. Jetzt legen wir unseren Käse darauf und das hier und noch eine Scheibe Käse. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Mozzarella noch dazu, ganz wenig, so. Und klappen das Ganze nochmal so zusammen. Jede Minute ist unsere leckere Toast fertig. Das duftet wieder sehr, sehr lecker durch den Knoblauchwurst, durch die Pestos. Also genial. Wir schauen nochmal rein, ganz kurz nochmal. So, das Dekorieren überlasse ich natürlich euch, wie ihr das haben möchtet. Und ich finde es eigentlich eine ganz tolle Idee, jetzt gerade zur Faschingszeit. Einfach, wenn ihr Gäste habt oder Kinder bei euch zu Besuch sind. Und das ist dann eine Idee, einfach mal was anderes anzurichten. Ich esse gerne meinen Toast mit Ayran, sehr gerne. Eiskalt sollte er sein. Ich weiß nicht, ob ihr Ayran kennt. Also, der es nicht kennt, in den folgenden Videos machen wir auch noch mal Ayran. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch schönen Fasching, meine Lieben. Es ist ja auch Faschingszeit. Ich sag mal Hello, Allah. Vergesst mich nicht zu abonnieren. Teilt meine Videos. Bis zum nächsten Mal. Und es ist ja jetzt auch Faschingszeit. Frohes Feiern, Hello und Allah, eure Bilge, tschüss!